Und willkommen zu einer neuen Folge von unserer Kaigo Masterclass hier beim Beatner mit mir Desart auf dem DDJ Revolution Channel. Ich freue mich mega, dass ihr weiter dabei seid und ich denke mal, demnächst müssen wir den Song fertig machen, weil ich habe ja schon gesagt, ich glaube in 2-3 Tagen muss das Ding fertig sein. Das muss raus, das muss auf Spotify und alle möglichen Sachen. Und ich habe heute was Geiles gekauft. Natürlich hat mich der komplette Marketing-Apparat von Facebook und so getriggert. Das heißt, der weiß genau, was ich will. Und zufällig habe ich im letzten Gespräch mal mit irgendjemandem erwähnt. Ich glaube, ich habe es nicht geschrieben. Naja, der Song soll so ein bisschen Daft Punk-mäßig klingen. Und was kriege ich? Presets für Serum Daft Punk. Also, wir wissen, was los ist mit unserem kleinen Freund hier. Der R2-D2-Überwachungsapparat. Aber ist gar kein Problem. Geil, ich habe das Ding für 8 Euro gekauft. Habe sogar tatsächlich geschafft, alle möglichen Presets, die ich sowieso gekauft habe, mal jetzt in Serum reinzuladen. Und wir wollen uns das mal ansehen. Weil ich würde gerne diese Sounds noch ein bisschen, naja, Daft Punkiger machen. Ich meine, die Band oder die zwei haben sich jetzt getrennt. Also ist der Platz da für Daft Punk. Das bedeutet, wir probieren das heute mal aus, das ein bisschen in Richtung Daft Punk zu lenken. Und ja, gleich geht's los. So, da sind wir wieder in unserem Projekt. Es gibt zwei Dinge, die ich heute machen will. Und zwar will ich langsam mal so ein bisschen den Drop und den Bild abbauen. Das heißt, das bedeutet, wir haben ja hier unseren Drop. Vielleicht kommt da noch Gesang rein. Ich weiß es noch nicht. Aber wir haben noch kein Bild ab, weil das kommt auf einmal so jetzt rein. Das will ich eigentlich nicht. Eigentlich soll davor, also praktisch dieser Part hier, soll er so gut wie nichts haben. Also, ja, hier so in der Richtung. Weil ansonsten haben wir nämlich das Problem, es kommt halt nichts Dickes raus. Achso, dann eines habe ich noch gemacht. Ich habe mich doch verabschiedet von diesem rhythmischen Drum-Sachen, weil irgendwie, weiß nicht, von so einem Bam, tsch, Bam, Bam, tsch, in, duf, 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 war einfach nicht cool. Hat irgendwie nicht geil gepasst. Okay, was wir hier machen werden, wir werden uns hier ein Bild abbauen. Das bedeutet, ich nehme mal hier alles raus, was irgendwie rhythmisch ist. Ich will, dass die Drums oder besser gesagt, dass der Gesang hier ein bisschen in den Vordergrund kommt und das Ganze aufbaut. Hier vom Piano weiß ich noch nicht, was wir nehmen. Wir werden uns gleich auch noch die Presets für Serum angucken, aber ich will mal sehen, wie das hier gerade wirkt. Ja, hier ist noch viel zu viel drin. Wahrscheinlich müssen wir auch erstmal den Bass muten. Weil, wie gesagt, der Build-Up ist ja nur da, um so ein bisschen reinzukommen. Die neue Geige könnte ich mir vorstellen, dass die drin bleibt, wobei ich glaube, die filtern wir rein. Textur bleibt komplett über den ganzen Song. Das können wir machen. Ich habe ja hier noch theoretisch Instrumente. Ja gut, das ist ja noch eine Gitarre und das war es auch schon. Okay. Lassen wir draußen. Die brauchen wir. Die will ich auch gar nicht benutzen. Okay, das heißt praktisch, wir sind hier in diesem Strophenpart und jetzt soll es hier runtergehen. Ja, jetzt soll so ein bisschen aufgebaut werden, gleich mit ein paar Risern. Wir gucken mal, wie das jetzt klingt. Ja, also klingt noch ein bisschen nicht geil, aber ich denke, in diese Richtung geht's. Hier könnten wir auf jeden Fall nochmal einen Drum, einen Snare. Ich will auch noch die Snare ein bisschen lernen. Also ich habe mir heute die weiteren Folgen von Kaigo angeguckt und da waren ein paar sehr, sehr geile Ideen drin, die ich hier verbauen will. Das heißt, bei der Snare, also es ist noch alles ein bisschen roh, so ein bisschen rough. Also das heißt, wir werden auf jeden Fall noch eine ganze Menge hier arbeiten müssen, aber das finde ich schon mal ganz cool. Wir bauen uns jetzt mal den Riser rein. Also, das bedeutet, wir nehmen uns mal eine Audio. Und zwar an der Stelle. Und hier kommt jetzt unser Riser rein. Das Problem ist, der Gesang deutet mit seinem Auftakt auf etwas Größeres hin. Und das wird jetzt ein, ja, was heißt schwieriges Ding. Das wird jetzt nochmal krass, das so hinzubekommen. Warum sind hier weg? Dass der, ich will mal kurz gucken, was das war. Ah, okay. Müssen wir gucken, ob wir die Gitarre noch drin lassen. Jetzt müssen wir schaffen, dass die Leute etwas Großes erwarten, aber es kommt nicht,
aber es kommt was Geileres. Das heißt praktisch so dieses, ah ja, und dann geht's los mit dem Drop. Also in dem Fall das hier. Und das müssen wir jetzt hinkriegen. Also erstmal machen wir die Riser-Sache. Könnten wir natürlich wieder von, könnten wir uns wiederholen. Na, hab ich hier, hier habe ich den. Könnten wir uns theoretisch wiederholen von Splice. Aber naja, so eine Million Riser hier irgendwo rumzustehen. Deswegen werde ich die mal hier benutzen. So, Samples und wir gehen mal, nehmen wir mal Riser. So, geben das mal ein und hören uns einfach mal ein paar von den Viechern an. Ich glaube, ich würde sogar gerne einen langen machen. Einen langen Riser. Der darf schon ein bisschen länger sein. Wir hören mal. Die sind, glaube ich, sehr kurz. Diese Capital Decay. Ja, die sind nur sehr, sehr kurz. Und ich höre sie auch nicht, weil hier schon wieder mein Dings umgestellt ist. Habe jetzt keine Lust, das zu ändern. Das bedeutet, wir machen es anders. Wir machen das anders. Wir importieren uns hier ein. So, importieren. Dann müsste ich die theoretisch sogar hören. So, Audiodatei. Gehen wir mal Riser. Und schauen uns mal an, wo wir hier was Cooles haben. So. Ja, geht schon in die Richtung. Ist mir ein bisschen zu. Es klingt nach Rummel. So, guck mal hier. Ja. Den nehmen wir schon mal. Und zwar wird der hier was aufbauen. Also wir werden jetzt mit ganz eine Menge, mit einer Menge Risern arbeiten. Also Riser 2 und Riser 3. Wobei wahrscheinlich brauche ich sogar eher einen Sweep, ehrlich gesagt. Also den finde ich ganz cool. Gucken wir mal nach Sweeps. Sweep. So, ja, das suche ich. Ja. Ein bisschen länger. An dem finde ich geil. Aber ein kleines bisschen. Ich will eher eine Noise. Diese Cyberpunk-Sachen sind ein bisschen zu krass tatsächlich. Ja. Ja, der ist perfekt. Ich hoffe, er lädt auch. Wir schauen mal. Ich mache nichts. Weil ich will unbedingt sowas praktisch dieser. Built-in kommt rein und dann kommt dieser Sweep, der sich langsam aufbaut und langsam wieder runter geht. Ja, also das sieht schon ganz geil aus. Das Ende können wir wahrscheinlich weghauen. So in der Richtung. Gucken wir mal, ob das passt. Ich probiere mal, was ist nur ein kleines Experiment? Was ist, wenn ich den jetzt einfach verlängere? Also, wir müssen mal gucken, rhythmisch, dass der nicht zu kaputt klingt. Aber was haltet ihr davon? Gucken wir mal. Trust me, I know the way. And I know that it's better when we're all together. No, I won't run away. Ist okay. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wobei. Ah, wisst ihr was? Wir lassen den so.
Und wir machen es mit ein bisschen Delays und sowas. Weil ansonsten kann sein, dass es mir das kaputt macht. Ich überlege gerade, ob wir hier nochmal so ein Upsweep machen. Aber ich glaube, wir lassen das. Wir lassen den einfach so. Machen jetzt gleich noch ein bisschen unseren Bass rein. Und zwar 5. Bisschen mehr Space. Ja. Das Problem ist, ich werde das Ganze, ich mache es ja jetzt erstmal nur vorläufig, ich werde das Ganze nochmal alles bearbeiten müssen von Anfang. Also ich hätte es auch jetzt machen können, aber ich bin noch immer so ein bisschen in der Probierphase. Deswegen will ich hier erstmal nicht zu viel, ja, wie soll ich sagen, zu viel Arbeit reinstecken in diese Einzelsachen, weil es kann sein, dass die dann rausfliegen und dann, naja, ich habe umsonst die Arbeit gemacht. Also von dem her erstmal nur so provisorisch, damit wir so einen Groove kriegen. Aber ich glaube, das ist ganz cool. Dem würde ich gerne noch ducken. Jetzt wäre es fast sogar gar nicht so verkehrt, eine Ducking-Gruppe zu machen. Aber jetzt ist schon zu spät. Jetzt habe ich keine Lust, das nochmal komplett zu machen. Das heißt, mal einfach hier wieder den 16er. Trust me, I know the way. And I know that it's better when we're all together. No, I won't run away. Ja, also da muss noch ein bisschen mehr passieren, weil es ist natürlich sehr, sehr, ja, sehr unspektakulär ist an der Stelle. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir müssen mal gucken, was wir hier alles reinnehmen, so wirklich. Also, wir gucken noch mal. Was macht denn der Chiptune hier? Ist er überhaupt drin? Ja, hört man jetzt nicht so sehr. Den finde ich cool, dass der reinkommt. Was mir so ein bisschen fehlt, ist so etwas Aggressiveres, das so ein bisschen mehr puncht. Ich bin gerade am überlegen, ob wir vielleicht noch mal so ein Akkord-Pattern nehmen. Bei dem Bass will ich hier nicht drin haben, das wäre zu viel. Also dann geht mir so ein bisschen die Leichtigkeit des Ganzen flöten. Aber so ein paar Akkorde, die einfach noch so ein bisschen. Okay, bauen wir uns mal was. Und zwar, das kopieren wir uns mal. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht den sogar behalten, dieses Pattern, nur ja, einfach ein bisschen mehr in Richtung, ja, gucken. Ja, wir haben ja jetzt unsere neuen Serum Packs. Wir gucken mal, sind die drin? Also, dum, dum, dum. Ja, Serum Daft Punk, Laser Patch, alles drin, geiles Ding. Jetzt haben wir eine ganze Menge von Kram hier, bei dem ich null weiß, was es ist. Wir lassen mal laufen. Ist ja wie gerade, ups. Ich wollte gerade sagen, ist ja wie gerade eben, aber. Finde ich geil, aber haben wir. Nee, das ist auch schon. Ja. Probieren wir mal aus. Nee, wir machen es anders. Und zwar, ich glaube, wir legen diese Akkorde. Also wir machen sie ein bisschen krasser, aber tatsächlich. Legen wir hier das Ganze. Jetzt spinnt wieder meine Maus. Meine Fresse. Bluetooth. Ich habe ja schon mal gesagt, ich hasse Bluetooth. So. Wir legen die mal. So. Dum. Ja. Weil gerade hatten wir den die ganze Zeit denselben. Wir gucken mal gleich. Trust me. Ja, hier hatten wir einen anderen. Ah, da machen wir erstmal wieder Rückbau. Und zwar hatten wir das Ding hier. Okay. Ja, machen wir es so.
Vielleicht können wir noch mit irgendwie ein paar coolen Effekten wie dem, keine Ahnung, Sugar oder keine Ahnung, Stutter oder sowas, irgendwas Cooles machen. Aber der Ton gefällt mir nicht. Was nehmen wir hier raus? Sugar nehmen wir raus und wir nehmen mal den Sidechain auch raus. So, wir gucken mal weiter. Oh, obwohl. Wobei, ich weiß nicht, ob es nicht zu sehr nach unserem Pad klingt. Wir gucken mal. Ja, wir gucken mal, wie er rüberkommt. Ich bin mir. Also, ich glaube, sowas Knackigeres ist schon ganz cool. Ja, wir machen mal hier einen kleinen provisorischen Übergang. So in der Richtung. Und vielleicht in diesem Übergang könnte ich mir vorstellen, dass der Bass schon mal, wenn ich die ersten Noten vielleicht spielt, von unserem, ja, passt. Na, so, der muss ein bisschen weiter rein. Haben wir. Ja, machen wir alles. So, das passt. Hier kommt der Break. Nehmen wir auch raus. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass der Bass hier an der Stelle zumindest dieses Endstück hier spielt. Also als Auftakt. Schauen wir mal. Muss länger sein, weil sonst hört man ihn überhaupt nicht. Machen wir ihn mal hier hin. So, gucken wir mal, ob der hier passt. Ja, kann ich mir ganz gut vorstellen. Also da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was rein. Aber der Break, den finde ich ganz cool. Was jetzt so ein bisschen fehlt, ist tatsächlich der Sweep. Also wir brauchen, glaube ich, noch einen Sweep hier an der Stelle. Weil jetzt wirkt das ein bisschen leer. Hier baut der Fett auf und dann ist auf einmal so, wo ist der Sweep hin? Okay, dann importieren wir uns noch einen Sweep. Lass mal laufen. Ja, eigentlich will ich sowas nur länger. Wir gucken mal. Nein, nein, nein. Jetzt kommen die falschen Sweeps rein. Ich will natürlich kein Cross-Guitar Level 2 Sweepy Change. Also, wobei ist eine gute Werbung, falls jemand Gitarre lernen will. Gitarre-Nerd, geht drauf. Da bekommt ihr alles. Ich hoffe, der wird jetzt das Ding nicht runterladen mit 228 MB. Okay, dann warten wir kurz. Dann erkläre ich nochmal, was ich vorhabe. Also, ich will im Drop so ein Sweep haben, der so die ganze Zeit runter geht. Könnte auch eine Noise sein. Gucken wir mal. Ja. Ja, Sweep down. Wir könnten uns auch selbst theoretisch ein. Ja, das sind die nur länger. Nehmen wir mal den. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der ganz gut funktioniert. Ich werde auf jeden Fall mal speichern, weil irgendwie
Also mein größter Tipp überhaupt, speichert so oft wie möglich und macht auch Sicherheitskopien, weil in dem Projekt habe ich ein Problem. Wenn ich ein anderes Projekt davor öffne, dann haut er mir im Moment Logic raus, weil er sagt, irgendein Plugin hat ein Problem. Ja, und das ist natürlich nicht so geil. So, das machen wir hier. Erstmal nur so ein bisschen vorsichtig und natürlich bauen wir uns hier den Sidechain wieder rein, damit das schön pumpt. Ja, machen wir den Standard erstmal wieder. Aber vielleicht Heavy Compat. Und eigentlich will ich das ein bisschen länger haben. Muss ich gleich mal gucken, ob ich vielleicht nochmal mit Delays oder sowas arbeite. Wobei ein bisschen Raum dürfen wir ihm sowieso schon geben. So, okay. Ja, den finde ich mega geil, aber er ist zu kurz. Der ist zu kurz. Das heißt, den muss ich auf jeden Fall mal ein bisschen hier rhythmisch flexen. Und zwar ja, mindestens. Okay, was wir noch machen können natürlich, wir können mit, wie heißt das Ding, mit Delays arbeiten. Gucken wir mal. Feedback hoch, Viertel. Ja, finde ich ganz geil. Erstmal als Vording. Behalten wir mal hier drin. So, okay. Also wie gesagt, der Build-up muss so sein, dass hier auf einmal die Party steigt. Ja, und noch steigt die Party für mich nicht. Also es kann sein, dass hier vielleicht. Ich glaube, den muss ich rausnehmen, weil hier ist zu viel drin. Also der Part ist gerade einfach zu fett. Und natürlich, was wir noch brauchen, ist dann später zumindest ein paar Vocal Chops, sonst wirkt es nicht so geil. Und ich überlege vielleicht sogar die Geige rein zu filtern, weil ich finde die ziemlich cool. Also wenn das hier reinkommt. Ja, ich glaube, wir machen das einfach mal. Wir filtern die hier rein, wobei ich über die Gravel ein bisschen mehr Raum geben, weil sonst die echt. Ja, besser. So, dann holen wir uns den Filter. Meine Fresse, ich weiß schon wieder nicht, wie der hieß. Wahrscheinlich müssen wir alles. Das war nicht der L. Simple. Wir machen mal den. Ja, zufällig richtig. Geil. Okay, ich überlege gerade. Machen wir den. Das ist er. Wir machen erstmal per Write oder Touch-Funktion. Okay, los geht's. Okay, ich zeichne es mal. Ich habe keine Lust, das jetzt so zu machen. Und zwar machen wir das. Hier haben wir den. Ich würde sagen, hier sind wir dann ganz hoch. Der fängt hier so an. Und jetzt gab es noch diese Methode. Ich überlege gerade. Ah, welcher waren das nochmal? Das war Escape und Steuerung. Es gab eine ziemlich geile Option. Da konnte man. Ich probiere es einfach mal. Da konnte man es schön curved machen. Ah, das ist es. Ja, genau. Da ist es. Ja, wobei. Jetzt eigentlich nicht so, wie ich das haben wollte. So hundertprozentig. Mal mehr ein bisschen mit den Kurven hier arbeiten. Nee. Ja.
Ja, ich will es so ein bisschen höher ansteigen lassen hier an der Stelle. Mach's mal hier. Ne, das ist es nicht. Gucken wir mal das Automationstool. Ja, das ist jetzt das normale. Egal, es passt. Also hier habe ich auf jeden Fall nicht so eine komplette Steigung, sondern ein bisschen curvy. Klingt auf jeden Fall ein bisschen cooler. Okay, schauen wir mal, wie das klingt. Trust me, I know the way. And I know that it's better when we're all together. No, I won't run away. Ja. Jetzt kommen wir langsam, jetzt kommen wir dem näher, wie ich mir das Ganze so vorstelle. Der Sweep ist natürlich viel zu laut. Die Snare kickt mich noch nicht so wirklich um. Das bedeutet, ich gucke mir mal nochmal irgendwie ein, zwei Snares. Ich glaube, wir holen uns nochmal zwei. Warum nicht? Also einfach als Layer für das Ganze. Das bedeutet, lass mich überlegen, wie machen wir das am besten? Wir kopieren uns mal alles. Weil, wie gesagt, dadurch, dass es Layer sein werden, kann ich sowieso hier alles runterziehen und das hier alles runterziehen. So, Snare Lay 1 und Snare Lay 2. So, bedeutet, wir haben hier unsere Grundsnare. Wobei die Layer, müssen wir mal gucken, weil ich will eigentlich dieses Dick da nicht drin haben im Layer, weil sonst wird das zu fett. Das bedeutet, dass ich im, mal gucken, welchen Layer ich bin, Layer 1, ja. Das heißt, die hier packen wir einfach mal weg. Ja, die nehme ich mal raus hier. Okay, ich will noch etwas ein bisschen klickigeres. Ich überlege jetzt gerade, ich glaube, ich suche mir mal hier ein paar raus. Gucken wir mal. Samples Ghost Hack. Ja. Nehmen wir mal hier irgendwas von dum, 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 Live Instruments. Warum nicht? Nehmen wir ein paar Live Snares. Ludwig. Wir gucken mal, was wir hier haben. Ja, das passt. Nehmen wir mal Finger Roll. Ja. Nee, das passt auch nicht. Rush. Nee, das ist alles nicht das, was ich suche. Das ist tatsächlich zu real, sage ich mal. Das können wir später nochmal reinnehmen für irgendwie so Special-Sachen, aber das klingt nicht so geil. Gucken wir mal hier. One-Shots. Hier habe ich ein paar Snares noch. Oder eine zumindest. Ja? Das gefällt mir. Okay. Und was ich noch haben will, eine Snare will ich noch haben, und zwar, die darf auch so ein bisschen höher sein, ein bisschen klickiger. Ja, wir gucken mal, ob wir hier noch was finden. Irgendwie bei Snare, Snare, Snare. Da. Vielleicht so ein Rim wäre auch gar nicht mal so schlecht. Gar nicht so schlecht, aber ich glaube, es könnte sich geil durchsetzen hier. Okay, gefällt mir. Das ging ganz gut. Bei der Geige bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob wir die so komplett benutzen, weil die doch, also hier an der Stelle passiert einfach extrem viel. Okay, aber das lasse ich erstmal so gelten. Ich will noch mal gucken, wie wir rüberkommen in den Part. Ja, was man hier schon machen könnte, vielleicht als erstmal Vorversion, später ändere ich es wahrscheinlich.
Ja, auch hier glaube ich, werden wir mal den Sweep mit einem Echo unendlich lang machen. Da müssen wir natürlich daran herausfinden, weil ich finde diese Vierer-Dinger ziemlich cool. Feedback machen wir ewig. Schauen wir mal, wie das klingt. Dann machen wir einfach eine Automation. Ja, viel zu laut. Trust me, I know the way. And I know that it's better when we're all together. No, I won't run away. Ja. Okay, gefällt mir schon mal sehr gut. Die Chords, weiß ja nicht, ob wir die nicht hier vielleicht auch sogar reinnehmen, weil die doch ziemlich prägend jetzt mittlerweile geworden sind. Gucken wir mal. Dann wir achten mal auf die hier. Schlecht. Wobei ich gerne hier, glaube ich, den Sidechain tatsächlich rausnehmen würde, weil hier haben wir keine Kick und deswegen klingt es, glaube ich, cooler, wenn wir zumindest an der Stelle, wie gesagt, den Sidechain mal hier rausnehmen und das wirklich mal ein bisschen atmen lassen. So, gucken wir nochmal. Ja, dann nochmal drin. Ich habe den Bypass hier. Den richtigen Bypass Sidechain. Und der Sidechain ist gar nicht drin. Ah, wir sind hier in der Gruppe. Deswegen ist der Sidechain drin. Dann müssen wir das Ding rausnehmen. Nehmen wir den mal hier rein. Guck mal. Okay. Der hat in sich ein Sidechain, der Effekt. Dann lassen wir ihn so. Dann lassen wir ihn so. Es nervt mich nicht. Deswegen ist es vollkommen in Ordnung. Müssen alle ein bisschen lauter werden und man so ein bisschen den Punch spürt, aber ansonsten finde ich das schon mal ganz cool. Hier darf auf jeden Fall auch später noch mal ein bisschen was passieren. Ein bisschen zu wenig meiner Meinung nach. Okay, dann will ich jetzt noch mal ein bisschen mit den neuen Sounds arbeiten und zwar gerade am Anfang will ich mal gucken, ob wir vielleicht in unseren Lead-Sachen hier, mal gucken, wo die sind. Hier ist der Bass, hier haben wir die Pads und hier haben wir die Snare. Der Chiptuner, so. Ach, hier, Intro-Lied, genau, das suche ich. Und zwar, ich finde den Sound von denen eigentlich ziemlich geil, deswegen würde ich, glaube ich, einfach was Neues reinbringen. Und mal gucken, ob wir irgendwelche coolen Daft Punk-Sounds finden hier. Und in der Leadline, in unserem Drop, will ich genau das gleiche machen. Okay, also ich bin mega gespannt. Ich habe die vorhin erst gekauft und bin unendlich gespannt, wie die klingen. Lead, 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 Pad, Pad, Pad. Was nehmen wir? Brass, Bass, Bass. Keine Ahnung, wir nehmen mal Bass. Wir gucken mal, wie das... Okay, das ist natürlich jetzt zu hoch, aber Bass als Lead Sound ist immer ziemlich geil. Also ziehen wir das mal hoch. Und machen wir mal hier volle Velocity. Vielleicht noch höher? Ja. Okay, die müssen wir wieder ein bisschen länger machen, weil er die nicht mehr triggert so richtig.
Das heißt, aber ich glaube, da können wir vielleicht was sehr, sehr Geiles finden. Vielleicht machen wir den sogar als Hauptgrundlied-Sound. Mal gucken, also zumindest hier am Anfang. Ja. Finde ich sehr geil, aber ich will jetzt nicht gleich den ersten nehmen. Wir hören mal ein bisschen durch. Auch geil. Bisschen leise. Auch geil. Ist auch geil. Okay, so ein Brass-Sound. Ist auch geil. Ah, der ist auch geil. Ist alle geil. Den werden wir brauchen später. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht den nicht sogar wirklich noch ein bisschen tiefer machen, weil jetzt sind wir ja wieder bei Lead-Sounds und ich glaube, ich würde sogar an der Stelle einen Lead-Sound nehmen. Also gehen wir wieder tiefer. Ja. Und der hat ja einen bestimmten Effekt. Das heißt, man könnte vielleicht sogar ein paar Sachen länger machen. Ja, den hier zum Beispiel. Ja. Ja, guck mal, wie alles zusammen klingt. Mal ein bisschen, den will ich sogar vielleicht ein bisschen promoten. Ja. Ja, geil. Gefällt mir sehr gut. Ich habe noch so eine Idee. Mal gucken. Ich glaube, den nehmen wir, weil ich hätte eine Idee, dass die so ein bisschen miteinander spielen. Vielleicht. Ja. Wir probieren mal ein bisschen was aus. Und zwar ein bisschen als Vor. Ja. Ja, hier gefällt es mir nicht ganz. Gucken wir mal komplett. Ja, gefällt mir. Mal sehen. Ich will jetzt immer überlegen, ob wir vielleicht sogar den hier auch reinnehmen, aber den müssen wir jetzt krass filtern in der Strophe, weil ansonsten hört man den nicht, der ist dann zu krass. Wir gucken mal. Ja. Wir werden ihn mal nochmal hier mit dem Simpler, oder wie er heißt, Simplon. Werden wir den mal hier filtern, weil den finde ich eigentlich ziemlich geil. Und zwar zumindest, lass mal gucken, wie krass. Ganz cool. Lassen wir es mal so. Das wird jetzt mal automatisiert natürlich. Und zwar, da ist er.
Also zumindest erstmal bis hier. Wir gucken mal, ob wir. Hier ist ja ein Bypass. Und dann vielleicht filtern wir den auf an der Stelle. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Was anderes. Ich muss mal kurz gucken, wo der ist hier. Ne, was ich will, ist das. Ach, es läuft schon drunter. Okay, ich nicht gehört. Okay, dann würde ich sagen, wir holen uns hier nochmal ein Lied rein. Und zwar jetzt will ich mal einen schönen Daft Punkigen Lied. Und der darf auch das Kernelement des Ganzen sein. Schauen wir mal. So, gehen wir auf unser neues Ding. Was ich auch noch habe, sind ziemlich geile AU5 Sounds. Müssen wir auch nochmal gucken. Ja, das ist ein bisschen zerrig. Geil. Ah, mega. Das sind schon sehr, sehr geile Sounds. Okay, ich habe meinen schon ausgesucht. Ja, das ist er. Das ist Daft Punk. Und das darf ruhig Daft Punkig klingen. Das ist mein Tribut an Daft Punk. Manchmal überlegen, ob wir das nicht vielleicht sogar höher machen. Weil jetzt ist der ein bisschen schwierig rauszuhören, finde ich. Wobei, wir dürfen auch nicht übertreiben, also es darf nicht zu extrem sein. Gucken wir mal. Nein. So. Gucken wir mal, wie der hier klingt. Was war der richtige? Ah, das habe ich gerade leider tatsächlich, glaube ich, den falschen genommen. Ah, Mann, Mann, Mann. Das ist immer, wenn man an den ganzen Stellen arbeitet. Aber ist egal. Ja. Tauschen wir einfach aus. Nicht so problematisch. Okay, gucken wir mal, wie das zusammenklingt im Lied. Ja. Glaube ich, unten cooler, weil er hatte so einen cooleren Daft Punk Vibe. Ja, hier ist er geiler, muss ich ehrlich sagen. Er setzt sich zwar nicht so sehr durch, wobei ich kann auch ein bisschen was hier runterschrauben. Ja, das klingt eigentlich ganz geil. Okay, gucken wir mal. We'll be right back.
Ich will mal was gucken, was ist, wenn der weiter bleibt. Wird wahrscheinlich nicht, aber wir probieren es. Ne, das ist zu viel. Okay, das klingt aber schon mal ganz cool. Also es gefällt mir schon mal sehr, was wir hier beachten müssen. Die Strophe ist ein bisschen lang. Die ist leider ein bisschen lang geworden, also bis zum Drop. Der Drop ist ja in dem Fall eigentlich das hier ist der Hauptpart. Und das dauert mir ein bisschen zu lange. Also wahrscheinlich werden wir in den nächsten Sessions mal ein paar Sachen kürzen müssen. Vielleicht sogar den Part hier. Vielleicht nehmen wir den einfach raus. Was ist, wenn wir vielleicht diese Parts tauschen? Das heißt praktisch, wir nehmen den hier raus und der hier kommt rein, weil es darf sich ja ruhig was verändern hier im Vocal. So, das heißt praktisch, wir nehmen den hier rein. Den hauen wir raus und bauen praktisch, weil der ganze Part ist ein bisschen zu lang. Ja? Ich kann ihn auch kürzen, ich kann nur einmal den machen, aber. Wir müssen mal von hier hören. Achso, genau, der würde dann wegfallen. Ups, nicht hier, glaube ich. Ja, genau, der hat ja keinen Auftakt. So, und jetzt gehen wir runter. Ja. Das gefällt mir jetzt sehr, sehr gut. Also, was wir machen werden, das Intro wird relativ knackig und kurz. Ganz kurz mal reingehen. Dann gehen wir in die Strophe. Die lassen wir mal so, wie sie ist, ganz. Und ballern da immer mehr rein. Dann nehmen wir diesen einen Part mal komplett raus. Das heißt, unser Drop ist der fette Part. Da machen wir noch ein paar Vocals rein. Aber der Build-Up ist praktisch dieses ruhige. Er wird aggressiver mit der Stimme. Und dann geht's rein. Langsam wird das was mit dem Song. Ja, muss auch, weil demnächst müssen wir ihn auf jeden Fall rausbringen. Wie gesagt, morgen, wenn ich mal gucken, habe ich auch noch ein bisschen Zeit. Da mache ich auch eine Session, vielleicht so 2 Stunden. Sonntag werde ich mal eine Sonderschicht einschieben, weil es sind noch eine ganze Menge Sachen zu tun. Also, wir haben noch den Friedrich Kallendorf Karatemann-Song, der muss gemacht werden. Dann gibt es noch ein paar Beats, die fertig gemacht werden müssen. Die DJ Katrin-Songs müssen fertig gemacht werden. Also Freestar und wie sie alle heißen, sind da 3 Stück am Start. Also, es ist. Wir haben eine Menge zu tun. Aber ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr immer einfach entweder bei YouTube Fragen stellen oder hier im Chat. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder.